Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute nochmal über die Implementierung von Automaten sprechen. Gell? Also wir haben Automaten hier schon implementiert, und zwar so als schöne Kontrollstruktur, so als eine große Switch mit verschachtelten Switches drinnen. Gell? Und ja, das ist wunderbar lesbar. Gell? Es ist aber etwas umständlich und lang zu schreiben. Gell? Und so mancher von euch, gell, hat sich da auch schon, naja, hat ihn gestört, und er hat dann versucht, so Teile des Automaten zusammenfassen und so mit die Files und so, gell. Okay, also man kann es vielleicht schon kompakter zum Laufen kriegen, aber das Problem ist, wenn man den Code später mal in die Hand nimmt, gell, dann ist er nicht mehr gut lesbar, gell. Das ist so ähnlich wie ein Spaghetti-Code mit einem Go-To oder so, gell. Also, wenn man einen Automaten nicht schön strukturiert darstellt, dass man ihn wieder schön lesen kann, dann wird es für uns selbst zum Problem, wenn wir unseren Automaten wieder mal aufmachen, oder für jemand anderen, der das in Betrieb dann macht. Gell? Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Darstellung haben, die gut lesbar ist. Gell? Und diese Darstellung, gell, die können wir aus der tabellarischen Darstellung der Übergangsfunktionen nehmen. Wir können diese Übergangsfunktionen in zweidimensionalen Feldern schreiben und dann direkt in den Code schreiben, also die Tabelle in den Code schreiben. Und das Ergebnis dieser Übergangsfunktionen, die gehen wir einfach aus der Tabelle lesen. Gell? Also das ist etwas, das können wir mit Automaten machen, das können wir aber auch in anderen Feldern mit Funktionen machen, wenn die Grundmenge, aus der wir die Funktion abbilden, eine endliche ist. Gell? Wenn wir also aus einer endlichen Anzahl von Feldern eine Abbildung machen, dann können wir es einfach als Feld darstellen. Gell? Mhm. Ja, und jetzt wir nehmen das Beispiel des 101-Automaten, gell? Mit dem wir schon gearbeitet haben. Gell? Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir hier drei Zustände. Gell? Also in Q0 haben wir noch kein Teil des Musters erkannt, gell? Das ist gleichzeitig auch der Anfangszustand. In Q1 haben wir eine 1 bis jetzt erkannt, und die 1 ist der Beginn unseres Musters, gell? Also müssen wir uns das festhalten. Q2, aha, wir haben nicht nur eine 1, wir haben schon eine 1,0. Und jetzt fehlt uns nur noch eine 1, um das Muster dann zu erkennen, gell? Und ja, diese drei Zustände reichen aus, um den Automaten zu implementieren, gell? Und das können wir jetzt mit den Funktionen darstellen, und zwar können wir sagen, in der ersten Zeile, das entspricht dem Q0, wir haben noch nichts, kommt eine 0, dann bleiben wir in Q0, gell, weil wir weiterhin nichts haben, was zum Muster führt. Kommt hingegen eine 1, dann gehen wir in Q1, gell, aber wir haben das Muster noch nicht vollständig, wir haben jetzt erst die 1. Sind wir in Q1? Aha, haben wir also die 1, gell? Dann führt uns eine 0 zu Q2, gell? Aber es ist noch nicht das vollständige Muster, das ist erst 1,0. Kommt eine 1, gell? Das bringt uns nicht weiter, aber wir bleiben in Q1. Sind wir in Q2, das heißt, wir haben schon 1,0, dann fehlt uns nur mehr die 1, damit wir fertig werden, gell? Und die 1 ausgeben können. Gell? Kommt die 1, dann bleiben wir in Q2. Dann gehen wir zurück in Q1 und können damit ein neues Muster aufbauen und die letzte 1 als erste 1 für das neue Muster verwenden. Sind wir in Q2 und es kommt hingegen eine 0, gell? Dann haben wir Pech gehabt, weil dann haben wir 1, 0, 0. Und 1, 0, 0 bringt uns gar nirgends hin. Gell? Also 1, 0, 0 heißt, geh zurück zum Start. Gell? Mensch, ärgere dich nicht, geh zurück zum Start. Gell? Ja, so ist es, wenn wir 1, 0, 0 bekommen. Gell? Und jetzt schauen wir, wie das im Code ausschaut. Gell? Ja, im Code haben wir zuerst die zwei Übergangsfunktionen. Gell? Also G bestimmt uns den nächsten Zustand und F bestimmt uns den Ausgang. Ja, wir haben drei Zeilen für die Zustände und zwei Spalten für die Eingänge. Gell? Und zwar bei beiden. Und ja, also 1, 2,
ersten drei Zeilen, gell, die Zustände, sind wir in Zustand 0 und es kommt eine 0, bleiben wir in 0, kommt die 1, gehen wir in 1. Sind wir in Q1 und es kommt eine 0, gehen wir nach Q2, kommt eine 1, bleiben wir in Q1. Sind wir in Q2, also wir haben schon 1, 0, und es kommt eine 0, dann müssen wir zurück zum Start, kommt eine 1, dann gehen wir nach Q1 und geben gleichzeitig die 1 aus. Und in allen anderen Fällen geben wir die 0 aus, gell? So, jetzt schauen wir, wie der Automat ausschaut und wie wir dies da verwenden können, gell? Also am Anfang haben wir hier ein bisschen Eingabe, da wird also am Eingang gelesen, gell? Wenn wir am Ende sind, gell, dann sagen wir Tschüss, machen noch einen Zeilenvorschub, gell? Und ja, wenn nicht 0 und 1 kommt, sondern was anderes, gell, dann verabschieden wir uns auch, gell. Okay. Und jetzt zum Automat. Der eigentliche Automat sind zwei Zeilen. Die eine Zeile macht hier den Ausgang, gell, und zwar, woher kommt der Ausgang? Kommt aus F. Und zwar müssen wir den Zustand und den Eingang hier angeben, um dann den richtigen Ausgang auszulesen, gell. Also, F an der Stelle, und zwar Stelle Zustand und dann Stelle Eingang. Aber der Eingang, das ist ja die Ordnungszahl für 0 und 1, und die Ordnungszahl für 0 und 1 sind 48, 49, deswegen müssen wir von diesem Eingang, gell, 48 abziehen, damit es 0 oder 1 wird, gell? Ja, dasselbe für den Zustand, gell? Also der neue Zustand ist die Übergangsfunktion aus dem alten Zustand, und zwar an der Stelle Z vom Zustand und an der Stelle vom Eingang. Und der Eingang ist entweder 0 oder 1, gell? Und zwar habe ich hier diesen Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator verwendet. Wenn es 0 ist, dann sei 0 und sonst sei 1. Gell? Und dieses 0 oder 1, gell, und sonst nichts, das funktioniert, weil wir hier oben die Abfrage haben, ob ja nichts anderes kommt, und wenn was anderes kommt, dann verabschieden wir uns und fertig, gell? Ja, also so ist unser Automat in tabellarischer Form, gell? Sehr kompakt, gell? Also einmal die Tabellen als zweidimensionales Feld dargestellt, können wir sie direkt verwenden, und wir brauchen keine langen Funktionen mehr mit irgendwelchen verschachtelten Switch-Cases und so, gell? Ja, und das wollen wir jetzt auch verwenden.